Ich habe das größte Problem mit Kimmich. Ich weiß gar nicht, warum wir wochenlang von Kimmich reden. Aber wenn also Kimmich alles machen muss, 6, 8, 10, dann ist es zu viel. Das ist ja das Schlimme, dass er alles machen möchte. Ja. Das ist ein großer Unterschied, ob du das machen musst oder ob machen möchtest. So, also, wenn das so wäre, dass Kimmich ein Angebot hat von Barcelona und drei Spieler tauschen, ich würde ihn hinfahren mit der Schubkarre. Ich glaube, und das sage ich ja seit Wochen und Monaten schon, dass Kimmich wird, ist ein guter Kicker, richtig guter Kicker, gibt es keine Diskussion. Aber Kimmich macht nicht seine Aufgaben, die er beim FC Bayern hat. Der ist derjenige, der geht ganz hinten zum Torhüter, holt sich die Bälle hinten ab. Der wird am liebsten nach vorne Tor schießen. So, und im Mittelfeld, der, wo neben ihm spielt, der ist die ärmste Sau, wo es im Spiel gibt, weil der nur hin und her am Rennen ist. So, Kimmich, und das weiß Stefan ganz besonders, Stefan hat ja auch auf dieser Position gespielt, bloß war er der bessere Kicker wie Kimmich. Das habt ihr abgesprochen vorher. Nein. Ist immer nur meine Meinung. Ja. Wenn ich schon Kimmich sehe, wenn er immer von jeder Ecke zu der anderen rüber und über rennt, da kriege ich einen Kreislaufkollaps zu Hause. Ich würde denn keinen Eckball mehr schießen lassen. Der soll sich auf die Aufgabe, die ein Sechser hat, auf die soll er sich konzentrieren. Aber Kimmich vielleicht müsste er auch Achter spielen und einen richtigen Sechser hinter sich haben. Er hat ja mitgekommen. Wir haben irgendwann mal, ich glaube vor einem Dreivierteljahr, war Goretzka in einer überragenden Form. So, da hat er überragend gespielt. Da hat man immer gesagt, das Traumduo beim FC Bayern sind Kimmich und Goretzka. Goretzka hat man zerstört, weil man jedes Mal, trotz dass Kimmich schlechter gespielt hat wie Goretzka, hat man immer Goretzka ausgewechselt und Kimmich durfte seine Scheiße weiterspielen. So, das ist mal das Erste. Ich als Trainer würde einfach mal Kimmich dem mal ganz klar seine Aufgaben erklären, was er zu machen hat. Nochmal, Kimmich ist derjenige, der auf dem ganzen Platz rumrennt, nur nicht dann da ist, wenn er gebraucht wird. Weil der Kimmich, neben Goretzka, ist Goretzka die ärmste Sau und der wird jedes Mal nach 4 Minuten ausgewechselt.